Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Part von Let's Play Herr der Ringe, der Ringkrieg. Diesmal mit der Mission Orks im Düsterwald. Toller Infotext wie folgt. Der Versuch, Gollum wieder einzufangen, scheiterte aufgrund der Invasion durch die Orks. Legolas, durch das Auftauchen des Bösen in solcher Nähe zum Königreich seines Vaters alarmiert, dringt in die tieferen und dunkleren Abschnitte des Düsterwaldes vor, um einen Angriff der Orks auf sein Volk zu verhindern. So, das war auch schon der Infotext. Ziemlich kurz diese Texte jetzt gerade gewesen. Mal sehen, wie lang die Mission wird. Ich werde nicht zulassen, dass die Orks weiter nach Norden vordringen. Wir lagern hier und sorgen für Verstärkung. Okay, das heißt, diesmal müssen wir ein Lager bauen. Und diesmal mit Elbenarbeitern. Was sind denn das für geile Elbenhüter? Scheinen die Nahkämpfer der Elben zu sein. Cool. Da ist doch schon eine stattliche Armee eigentlich. Brauche ich überhaupt noch was? So. Erstmal wieder das übliche Aufbaugedöns. Ja, Elbenfreund. Wer sagt, dass ich ein Elbenfreund bin? Ich hasse euch, Baumschmuser. So. Eine bescheidene Bitte. Du mich auch. So. Tornado. Einheiten um Legolas herum gewinnen einen zeitweiligen Defensivbonus gegen Distanzangriffe. Geil. Kann man immer sowas. Sowas kann man immer gebrauchen. Nennen den Gießerei. Wollte schon Gießkanne sagen. Arbeiten die irgendwie schneller als die Zwergenarbeiter? Sind ja auch ein bisschen länger. So, ein bisschen längerer Körperbau. Aber ob das so relevant ist, ich weiß es nicht. Erstmal hier die üblichen Kasernenteile. Waldläuferposten. Dann mache ich direkt mal hier so einen Waldläufer, mal sehen. Vielleicht sind das ja so überall krasse Einheiten. So. Ja, ich habe irgendwie den Koller immer mit einer Einheit ein Gebäude zu bauen, weil... Es ist so. Ich werde euch führen. Bereit zu kundschaften. Boah, das ist ein toller Muskelmann. Mit Kutte. So. Brauche ich noch mehr Arbeiter? Nein, brauche ich eigentlich nicht. Elbenzuflucht, dann noch ein Zelt. Dann hier noch so etwas zum Upgraden, was auch immer das ist. Wie heißt das? Wildnisaußenposten. Sieht eher aus wie so ein Park. Bogenschützen sind immer gut. Gut. Kann ich nicht diese Elbenhüter auch noch ausbilden? Kann ich hier nicht ausbilden? Ey, was für eine Unverschämtheit ist das denn? Ich darf keine Elbenhüter ausbilden, die so super geil aussehen. Hm. Wird hingenommen, aber unter Protest. Mein Bogen ist bereit, ja. So. Damit sollte ich auch alle Gebäude errichtet haben, die ich kann. So, das war so ein komischer... So ein komischer Voice-Reiter. Und was jetzt noch? Ah ja. Jetzt muss ich das Lager der Orks zerstören. So, dann habe ich ja bald schon eine ziemliche Armee, sage ich mal. Ja, ich kann dazu, glaube ich, Armee sagen. Und wenn das keine Armee sein sollte, dann baue ich eben nochmal von vorne auf. Habe ich ja kein Problem mit. Und die Zuschauer, die langweilen sich, aber das ist mir egal. Auf geht's. So, jetzt kann ich ja mal angreifen. Vollführe ich hier Charge. Auf geht's, meine Kameraden. Weitläufer zur Stelle hier.
Auf geht's. Vernichtet sie. Direkt mal hier so den super tollen. So. Das sieht eigentlich schon sehr gut aus, oder? Gehen wir mal lieber hier so in Reichweite. Nehmen wir mal diesen tollen Tornado, um mich vor Distanzangriffen zu schützen. Was? Ich werde angegriffen? Wieso da? Das ist übelstes Cheating, von hinten anzugreifen. So, erstmal den Ton kaputt machen. Sonst macht er mich am Ende noch kaputt. So, erstmal jetzt wieder hier Tornado. Und ich produziere mal hier ein bisschen nach. Was werde ich wohl noch brauchen? Kann ich sowas wie Heilen benutzen? Segenswind. Zu selten, bla bla bla. Nein. Aber ich kann den hier aufwerten, meinen Legolas. Komm, mein Legolas, hau sie um. Komm. So. Am besten, ich mache diese Ausbildungsstätte hier kaputt. Los. Und du, Ork, stirbst. So. Ork, geh kaputt. Und da ist wieder so ein Ork-Bogenschütze, der mich bis ins Unendliche nervt. So, Verstärkung. Ah? Und wieder Verstärkung. So. Mit der Verstärkung sollte es dann klappen. Erstmal wieder Tornado. Das wird mich dann vor diesem verdammten Turm schützen. So, gar kein Problem. Meine Waldläufer machen das auch alles klar. Na komm. Sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. Nur noch fertig. So. Wieder hier ein bisschen nachproduzieren. So. Waldläufer ein bisschen zurückziehen. So, und jetzt wieder angreifen. Jetzt, wo meine Bogenschützen wieder voll da sind. Und du kriegst diesen Pfeil. Tot. Und dann noch das Hauptzentrum zerstören. Was ist denn dieser neue Pfeil? Ah, oh, noch ein Orklager. Es darf ja nicht so einfach sein, ne? Wie viele Schicksalspunkte ich habe? 4 Stück. Okay, direkt weiter geht's. Komm. Greif an. So, ist tot. So, und direkt die Verstärkung nachschicken. Weiter geht's. Vielleicht kriege ich das ja in ein Video gequetscht, wenn ich ein bisschen Speed-Ups bei der Aufbauphase reinmache. Dann sollte das ja jetzt nicht so das Problem sein. Ah. Erstmal wieder alles. Na komm. Weiter geht's. Die Verstärkung kann auch nachrennen. So. Kann man hier auch sowas wie Kontrollgruppen machen? Könnte ich ausprobieren, aber ich bin gerade zu faul dafür. Muss ich hier so ultra kompliziert um den Baum herumlaufen? Führt das überhaupt zu diesem Lager? Am Ende lande ich da mitten in der Pampa. Das will ich nicht. Ah ja, hier ist es. Zack. So, greift es an, macht es kaputt. So.
der Dings da, der Turm ist kaputt. Jetzt kann ich ja alles hier kaputt machen. Attacke, meine Krieger! Ihr habt keine Chance gegen mich, ihr Mächte des Bösen. Auch bekannt als Orks. Ist das hier so eine richtige Basis? Dann muss ich erstmal hier die Ausbildungszentren kaputt schießen. Sollte ja kein Problem sein. Aber weil ich jetzt nicht aufgepasst habe, ist einer meiner wertvollen Bogenschützen kaputt. Dafür stirbst du. Naja. So. Das ist kaputt. Und da ist noch ein Turm. Darauf erstmal. So. Wirbelwind. So. Damit ist auch der Turm kaputt. Stirb. Jetzt das noch kaputt machen. Und die greifen tatsächlich mein Lager an. Dreistigkeit hoch 10. So. Nachschub. Mein Gott. Wann bin ich fertig? Und jetzt macht die Arbeiter kaputt. Schlachtet sie. Zack. Zack. Lol. Hier so eine richtige Armee angreift. What the fuck? Mir fehlt noch irgendwie ein Schicksalspunkt, um irgendwas Tolles zu machen. Was fehlt hier? Riesenend herbei rumbohr, hört sich das geil an. Das muss ich gleich mal machen. Wenn ich noch einen Schicksalspunkt kriege, wäre es schön. Komm, macht es kaputt. Macht es kaputt. Macht es kaputt. Bitte. Das hier ist sowieso verloren, ey. Na komm. Zerstört das Orklager. Da bin ich voll dabei bei. Voll dabei. Jetzt kann ich das machen. Riesenend herbeirufern. Und? Und? Bam! Boah, geil. Und jetzt töte sie, mein End. Während ihr hier schön weitermacht. Sauber. Zack. Mann, kannst du nicht einfach mit deinen Händen sie kaputt klatschen? Greif mal die Bogenschützen an. So. Mein Gott, muss ich hier wirklich jedes einzelne Gebäude kaputt schießen? Ey, mit diesem einen End kann ich mich sogar ganz verteidigen. Krasse Sache. So, und damit habe ich mal wieder bewiesen, welch strategisches Denken ich besitze. Oh, vielleicht sollte ich auch einfach dieses Hauptgebäude mal kaputt machen. Wäre eine Idee. Ah, muss ich ein bisschen Speed-Up reinmachen? Ich glaube schon. Naja, nichtsdestotrotz, ich glaube, das schaffe ich jetzt hier in einem Part rein. Sehr gut. Zack, ist er tot. Jetzt. Ah, ich muss tatsächlich jedes einzelne Gebäude kaputt machen. Mein Gott. Viel zu stressig. Gut. Attacke, weiter geht's, meine Krieger. Jetzt noch die beiden Gebäude. Und damit habe ich mich verteidigt gegen die Horden. Perfekt. Jetzt muss ich noch auch noch diese Gesellen hier abschießen. Die verdammt viel aushalten. Kann das sein? So. Damit müsste es eigentlich fertig sein. Ah ja. Wir haben diesen Teil des Waldes gesäumt. Aber ich fürchte, die Quelle dieses Übels ist doch gut. Wir müssen rasch weiter. Trotz des Sieges über die Orks fühlte Legolas, dass die Schlacht noch nicht vorbei war. Er glaubte, dass hinter Gollums Flucht eine noch größere Dunkelheit steckte.
In der Nähe lag Dol Guldur, eine riesige Festung, in der einst der dunkle Herrscher gelebt hatte. Wenn es Antworten auf seine Fragen gäbe, würde Legolas sie dort finden. Okay, hier die Statistik, mir scheißegal. Und das war die Mission Orks im Düsterwald, sogar in einem Video verpackt, höchstwahrscheinlich. Und damit verabschiede ich mich, meine Damen und Herren. Auf Wiedersehen.